Wieso soll dann genau hier eins auftauchen? Ist ja auch merkwürdig. Ne, das hatten wir schon. Hier hinten. Das Schöne an den Schlachtleveln ist, dass wir hier auch wirklich immer alle Minikits erreichen können. In anderen Leveln muss man da ja mal aufpassen, dass man den Abschnitt nicht verletzt, wenn man nicht alle Minikits hat. Ich sehe überhaupt gar keine Druiden hier drüben. Das haben wir ja sowieso schon gemacht. Wenn ich jetzt hier ein Geschütz hinbaue. So. Schade, ich dachte, dann kommen wir da dran. Was steht denn da? XO. Steht da irgendwas? Wir haben jetzt 7. Da werden mir 2 angezeigt an der Stelle, wieso auch immer. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Und hier unten noch eins. So. Ups. Oder muss ich da irgendwie drauf schießen? Oder muss ich da irgendwas hinstellen, das dann abschießen? Kann ich das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Könnte ich aber auch mal probieren. Oh Mann, Leute, das mit den Minikits, das dauert echt immer. Ich weiß. Wenn ich jetzt hier ein Geschütz aufbaue, kann ich das dann irgendwie abschießen mit was anderem und... Da bin ich mir eben nicht sicher. Genug Münzen haben wir ja sowieso. 1 von 3. Okay, so kriegen wir schon mal ein Minikit. Dadurch kriegen die gar keinen Schaden. Zwei von drei. Vielleicht kommt hier nochmal einer angefahren. Irgendwo. Die Teile können wir noch abschießen. Voll der Krieg hier. Und der hier. 3 von 3. Aha. Moment. So. Jetzt frage ich mich natürlich. Doch, das eine Minikit. Der Pfeil hat vorhin da nach links gezeigt. Das ist manchmal sehr, sehr verwirrend gemacht mit den, mit diesem Minikit-Detektor, weil der nicht direkt immer dahin zeigt. Ach du Scheiße. So, kann ich den so? Nee, leider nicht. Ich kann den jetzt nochmal händisch erledigen hier, aber ansonsten weiß ich auch nicht. Überhaupt noch kaputt. Ich zerstöre den jetzt gerade noch mal so, aber irgendwie. Also hier müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie an dieses Minikit kommen können. Oder vielleicht geht das nur, wenn die Gegner den besetzt haben. Das wäre ja doof. Ich übernehme jetzt einfach mal die anderen. So, der hat ein Schild. Ach Moment, jetzt frage ich mich gerade. Die sind doch aus Metall, die Teile hier. Haben wir irgendwie einen extra
wodurch wir den auch normal abschießen können? Oder wie kommt das zustande? Nee, so nicht, aber... ist echt merkwürdig irgendwie. So, das wirkt dann nicht, aber die hier. Haben wir es gleich. So, sehr schön. Dann noch die hier drüben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich die Schusskraft von diesen Teilen verbessert hat. So. Den hier noch und dann noch den letzten. Zwei Minikits fehlen uns noch. Okay, dann einmal den hier. So, okay, dann fehlt nur noch die eine Station hier. Einen Moment. So. Und trotzdem fehlen ja immer noch zwei Minikits. Wow. Ach du Heiliger. Ist mein Lichtschwert jetzt eigentlich irgendwie stärker geworden, frage ich mich. Hm, kann sein, keine Ahnung. Mach erstmal dieses Schild hier kaputt. Und wegen den letzten zwei Minikits müssen wir nochmal gucken. So. Genau. Ich guck mal, ob ich den hier hinten mal übernehmen kann. Komm schon. Schade, ich glaube der... ah, hier hinten sind auch noch ein paar von den Teilen hier. So. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Das war's dann auch gleich mit ihm hier. Okay, jetzt müssen wir dann also nur noch diese Strahlenteile erledigen und dann hätten wir, glaube ich, das Level geschafft. Uns fehlen aber noch zwei Minikits und das heißt, ich würde sagen, ich mache eine ganz kurze Pause, mehr oder weniger, unterbreche mal kurz und erkundige mich. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, aber um ehrlich zu sein, müssten wir das Level dann noch ein zweites Mal spielen und so weiter und so fort. Und ich erkundige mich jetzt einfach kurz, wie ich die letzten beiden Minikits hier kriege. Das hier kriegen wir vielleicht wirklich erst, wenn wir das Level nochmal machen, was wirklich sehr nervig wäre. So. Okay, ne? Also ich unterbreche da mal kurz und wir hören uns dann gleich wieder. Okay, ich melde mich direkt zurück und ich weiß, wie wir die letzten beiden kriegen. Das ist etwas tricky, das Ganze. Und zwar müssen wir zum einen hier so viele Geschütze wie möglich aufbauen. Ihr werdet gleich sehen, was ich genau damit vorhabe. So. Reicht das schon? 1, 2, 3. Ja. Fragt mich nicht wieso, aber das Ding öffnet sich. Vielleicht war darauf sogar ein Hinweis zu sehen, ich weiß es nicht. Das nächste ist auch ein bisschen tricky. Wir müssen nämlich so einen Minikit-Dispenser, also so ein Minikit-Gerät, müssen wir jetzt quasi bauen. Ah, ich kann hier gar nicht mehr bauen, okay. So. Das haben wir nämlich schon mal in einem anderen Level gemacht. Wer sich daran erinnert. Moment, das lassen wir erstmal, sonst haben wir das Level gewonnen. Und zwar müssen wir jetzt im Endeffekt einfach so viel bauen wie möglich. So. Beziehungsweise so viele Orte übernehmen, dass wir eben noch mehr Sachen bauen können. Ich glaube, wir können auch immer höchstens drei Sachen bauen, ne? Ja.
so. Wieso der Pfeil da hinten drauf zeigt, weiß ich auch nicht. Ist wieder ein bisschen verwirrend geregelt. Genau, dann können wir hier eine Kaserne hinbauen. Hier noch eine Kaserne. Kann auch sein, dass wir nur eine einzige bauen müssen und dann einfach zum nächsten Ort. Ich habe keine Ahnung. Im Ernst, Leute, wir haben über 500 Millionen. Das ist wirklich sehr irrelevant jetzt. Entschuldigung. Einfach mal überfahren. Ist auch nett. So, dann hier. Ich glaube, das war's schon. Mehr können wir auch gar nicht bauen. So, hier sonst noch irgendwas. Ja. Okay. Dann hier hinten. Den hier. Ja. So, Schildgenerator. Können wir eigentlich zwei Schildgeneratoren am selben Platz machen? Haben wir dann echt doppelten Schutz? Wahrscheinlich, ne? Cool. Doppelt hält besser, ne? Das ist echt cool. So, den hier. Oder können wir noch einen bauen? So. Wahrscheinlich müssen wir dieses Ding da am Ende noch erledigen, ne? So. Völlig unnötig, was ich hier hinbaue, so. Wo ist mein Speedbike? Hier. Na, das ist ja perfekt. Na, so. Ups. Ne, hier habe ich auch schon alles gebaut. Dann können wir aber nochmal hier unten hin. Ja. Hier noch, genau. So, Torpedo, der letzte hier, der dürfte ein Minikit-Generator sein. So, dann gucken wir jetzt nochmal rum. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Wenn ich jetzt davon eins zerstöre. Ne, wir müssen noch an einen dritten Standort. Okay, so. Dann machen wir jetzt Folgendes. So. Ja, Extras, Minikit, genau. Und das heißt, wir kriegen jetzt unser letztes Minikit. Ups. Oh, das ist echt nice. Sehr schön, das heißt, wir haben jetzt im ersten Durchlauf alle gekriegt. Hat jetzt trotzdem etwas gedauert. Hä? Was ist das Ding bitte geschützt? Durch meinen eigenen? Na, das ist ja herzlich, merkwürdig. Ich habe das Ding echt durch meinen eigenen Strahl geschützt, ne? Ist ja schon etwas unnötig. Aber ich sag dagegen jetzt nichts. Denn wir haben es geschafft. Sehr schön. Das dürfte es auch gewesen sein. Jawohl, Level abgeschlossen. Boah, sehr schön. Okay, wir haben alle bekommen. Variety. Und alle Minikits. Ja, und sehr viele Münzen. Oh, 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 das ist Starkiller. Jawohl. Das ist echt Starkiller. Geil. Starkiller aus The Force Unleashed. Wie cool ist das denn? Ha, wusste ich gar nicht, dass wir den in dem Level kriegen. Ich wusste nur, dass wir den Charakter irgendwo kriegen. Ich wusste aber nicht, dass wir den in diesem Level kriegen. Das ist mega geil. Cool. Das ist echt eine coole Sache. Schön, freue ich mich. Ja. Boah, das ist echt cool. So, jetzt haben wir fast 80%.
Eins, zwei, drei. Das sollten wir auch bis zur drei alles haben. Ja. Vier. So, und den Fängen von Grievous. Starkiller müssen wir jetzt noch unten kaufen gehen. Deswegen, den kaufen wir uns dann später direkt. Das ist echt cool, Leute. Dass wir Starkiller haben. Das freut mich echt. Das ist echt mega nice, dass sie die hier eingebaut haben. So, Wahrer Jedi. Ja, ist mir auch egal. Ist einfach schön, wie wir das Level starten und sofort den Wahren Jedi haben. Das hat wehgetan. An das Level erinnere ich mich auch noch gut. Glaube ich. So. Aha. Ich hänge fest jetzt. Ist da drüben noch irgendwas? Ach da, das Goldene. So, dann nehmen wir ihn hier. Na super, hätten sie mir auch gleich geben können. Ach cool. Schön, dass ich den steuern kann, aber hilft mir jetzt nicht sehr viel. Einer von 10. Hier drüben noch irgendwas? Nee, da vorne. So. Das ist mit Gold. Sehr schön. Und hier nochmal eine Schnellfeuerwaffe. Und jetzt kommen diese Kerle hier. Au. Kann ich den... Ja. Na. Ach so. So. Das können wir gleich machen. Da drüben ist jetzt noch einer. Ah, jetzt weiß ich auch, wie wir das Minikit kriegen. Ja. Bitte was? Ja. So. Ach, ist das so eine Falle für den oder wie? Ja, so. Na, jetzt. Zwei haben wir schon, das dürften auch alle in diesem Abschnitt hier sein, hoffe ich mal. Ach so. Ja, hier draufsetzen, okay. Hier unten. Ich nochmal zurück? Ja. Aber wir haben auch alles, denke ich. Jetzt wird's spooky. Da ist nichts. Hier können wir die dunkle Seite benutzen. Ja. Jetzt können wir die Dinger hier auch mal hinmachen. Ja, ich kann aber auch oben drüber fliegen. Ich hoffe mal, die sind nicht wichtig. Ah, okay. Weil hier können wir auch mit ihm hier rüber.
So, dann den nochmal. Zwei Stück. Den müssen wir, glaube ich, nicht machen, aber trotzdem, sicher, sicher. Ist hinter mir noch irgendwas? Nee. So. Das Level ist eigentlich auch ganz cool an sich. Drei. Und hinter uns ist nichts mehr, ne? Kein Pfeil zeigt nach hinten. Nee. Nur nach vorne. Und hier nach links irgendwo. Ja. Okay. Hier oben. Ah. Hier. Immer diese ganzen Sachen, die man irgendwie zerstören soll, oder? Da noch irgendwas? Da oben? Nee. Okay, ich glaube, die haben wir soweit auch alle angetatscht. Genau, hier ist ja noch was. Hier waren wir einmal in diesem Kopfgeldjäger-Level drin. Billard! Müssen die alle in die richtige... Aha. Oh Gott, müssen da die richtigen Farben jeweils rein, oder? Um Gottes Willen. Sonst noch was hier? Ja. Ah, schon besser. Ich glaube, wir müssen die richtigen Farben zuordnen, ne? Die weiße kommt ja hier gar nicht rein. So, Lichtschwert mal weg. Oh, das wird interessant. Da kommt die Orangene rein. Ich hoffe, das stimmt so. Achso, ja, der macht ja sogar das Geräusch. Ich dachte, das wäre wegen was anderem vorhin gewesen. Die Weiße kommt hier überhaupt nicht rein. Wobei das jetzt gar nicht so schlimm ist, ehrlich gesagt. Also, ist eigentlich eine ganz nette Idee. Hä? Ja. Soll ich das unter Zeitdruck schaffen, oder? Ach, die ist gar nicht. Hä? Okay, nein. Okay. Scheint zu stimmen. Hier ist immer noch ein Pfeil.